everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Wir spielen wieder LS17 auf der Fichtelberg. Mit dabei der Micha. Der ist hallo. Da vor mir. Hallo, Micha. Der ist vor mir am Ballenpressen. Und ich fahre ihn eigentlich nach. Wir machen heute Strohballen für unsere Kühe. Das ist der Plan. Damit wir da wieder Stroh haben und... Jojo. Schmeiß jetzt ruhig irgendwo hin. Ich gucke schon irgendwie ran. Ja. Damit wir da Stroh haben, um die Kühe, den Kuhstall einzustreuen und Kraftfutter zu machen. So, ich glaube, das geht ganz gut. Da kriegen wir recht was zusammen. Ich dachte, da kommt gar nicht zusammen hier von dem bisschen Feld. Aber jetzt hat er schon 4 Ballen durch. Doch mehr als wie wir dachten. Ja. Schauen wir, wo wir das alles hinstellen. Wir können es nicht direkt unter das Dach stellen. Wir müssen das nachher natürlich einstapeln da. Das wird dann die Herausforderung. Da hat sie auch noch keinen Freiwilliger gefunden. Aber jetzt sammeln wir sie erstmal auf, pressen die. Und nachher machen wir noch Heuballen. Heuballen haben wir auch bloß noch, glaube ich, 4 Stück. Brauchen wir dann auch für unsere Kühe. Kühe sind mittlerweile 10 Stück. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, 4, glaube ich, haben wir gekauft. Wir haben dann noch 6 nachgekauft. Haben jetzt natürlich auch wieder kein Geld. Haben alles in der Milch investiert. Aber sonst geht's eigentlich. Wir sind noch nicht im Minus. Wir sind da... Unsere Gerätschaften sind eigentlich recht teuer, aber wir sind jetzt... Haben eigentlich jetzt alle auf dem Feld. Und das geht da eigentlich recht gut. So, und noch kann ich da Micha folgen. Und sobald ich das abladen muss, hat der natürlich einen Vorsprung. Und dann komme ich da gar nicht mehr nach. Richtig. Aber ich denke, mit der Quaderpresse ist das besser. Die Rundballenpresse ist ja alles gut und schön, aber... die kannst du immer so schlecht stapeln. Ja, es ist denn nicht so einfach. Mit den Quaderballen dann viel einfacher Hand zu haben. Genau, wir wollen die dann natürlich da schön unter unser Dach stellen, damit wir da einen kleinen Vorrat haben. Das, was zu viel ist, ja, vielleicht verkaufen wir das dann wieder. Sehen wir denn. So, aber das geht ja ratzifatzi. Hier ist das Feld fertig. Ich habe 12 Stück schon drauf. Ich glaube, 14 passen rauf. Oder 16. 81%. Ich bin mir nicht sicher. Der hat gemeint 14, aber wir sehen es ja gleich. So, wir haben dann noch ein Feld, wo er dann noch ein bisschen Heuballen pressen kann. Und dann müssen wir das Gras, müssen wir da aber noch ernten. So, es passen sogar 16 drauf. 16? Ja. War der Meinung 14? Ich war eigentlich auch der Meinung 14, aber vielleicht bei dem LS15 gab es ja einen. Der war ein bisschen anders. Vielleicht haben da 14 raufgepasst, vielleicht hatten wir das noch im Kopf. Ja. So, okay. Jetzt ist vorbei mit dem Vorsprung. Jetzt ist natürlich auch die Sache mit dem Abladen hier. Wo stellt man das am besten hin? Stelle ich es direkt davor oder nicht? Ich passe da jedenfalls nicht runter, glaube ich. Der Micha hat gesagt, er hat es mal probiert. Das hat nicht funktioniert. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das wird nichts. Wenn du ganz hinten stehst mit dem Wagen und dann abladen willst, dann ist er zu hoch. So, deswegen stellen wir es eigentlich hier. Nehmen die alte Karre hin. So, jetzt weiß ich wieder nicht, welche Tasten ich da drücken muss. Jetzt habe ich ihn ausgemacht.
Jetzt muss ich da, genau, so kann ich es abladen. Aber wenn ich ganz hinten bin, ja, da ist das Dach so blöd. Wir brauchen anderes Dach. Das andere wäre, ob man das dann hinterschieben kann. So wie es ist. Aber das ist dann trotzdem zu hoch, ja. Ja. Was muss ich jetzt? Was muss ich jetzt drücken? Jetzt muss ich wieder den Helfer anmachen, oder was? Nein. Oh nein, jetzt mache ich es wieder runter. Ja, weiß, mit dem Pad ist das da immer so eine Sache. Bin dann schon mal unterwegs zum anderen Feld. Ja. Ich glaube, ich muss nochmal dieselben Tasten drücken, dann lädt es nämlich da ab. Genau. Oh. Wenn ich dann vorwärts fahre, dann fällt es doch nicht um. Eigentlich nicht. Ja, wie gesagt, du musst vorwärts fahren. So, jetzt kommt das da wieder erst nach vorne alles und dann klappt das vorne wieder hoch und... Ja, ich komme auch gleich. Ja, okay. Ich bin eigentlich schon da. Eins. Zwei. Jo, ich denke, wenn wir das... von dem anderen Feld noch haben wir erstmal genug Stroh. Kommt sicher auch noch eine Ladung voll hierher. Das sollte dann eigentlich reichen für die Küchen hier ein Weilchen. Und dann machen wir da noch ein paar Heuballen. Oh, bin da wieder falsch gefahren. Er ist wieder außenrum, hä? Na, ich bin da durch die Hecke gefahren. Ja. Macht man doch nicht. So, hier bei dem Wald hat das Spiel ein paar Lecks. Da kann es die ganzen Bäume nicht mehr berechnen. Da müssen wir einen Kahlschlag machen. Die Bäume kommen alle weg. Ja. Yeah. Später. Vielleicht machen wir auch ein Feuer, ein großes. So, der ist da schon. Der ist da Vollgas, fährt er da übers Feld. Wo hat denn der angefangen? Ich sehe gar keinen Ballen. Machst du noch Ballen? Ja, du musst einfach da, genau, da runterkommen. Da unten. Oder Drescher steht an der Seite. Da unten. Genau, und da auf der rechten Seite haben wir da schon die Technik hingestellt, um Heu zu machen. Das auch gleich hier. Können wir, wenn wir die Presse schon gerade da haben, können wir gleich Heuballen pressen. Das geht dann gleich im einen Atemzug weiter hier. Ich glaube, da machen wir gleich weiter. Ja. Wenn ich jetzt hier den Wagen voll habe, ich habe die hier gleich eingeholt. Aber ich muss wahrscheinlich vorher, krieg wahrscheinlich nicht alles drauf hier von dem. Schon wieder 10 Stück drauf. Kann man das auch mischen? Ich weiß gar nicht, ob man Heu und Stroh zusammen auf einen Wagen, das sollte eigentlich funktionieren. Weiß nicht, ob er das macht. Theoretisch müsste es funktionieren. Wenn ich noch dichter fahre, kann ich es gerade hinten rausziehen. Was? So, schon wieder 13 Stück. Ich muss gleich wieder los. Aber wenn du hier fertig gepresst hast, kannst du ja schon rübergehen und anfangen zu mähen. Genau. Dann komme ich mit den Zitter und mach da ein bisschen. Dreh das ganze Zeugs mal auf den Kopf. Aber wir probieren das, ob wir da auch, wenn wir da Stroh geladen haben, ob wir da Heu auch laden können. Das weiß ich eigentlich gar nicht. Ja, das fällt noch raus.
Okay, ich bin dann noch mal okay. Kurz weg. Ja, da noch mal schnell zum Kuhstall dreschen hier. So, da haben wir erstmal genug Vorrat, glaube ich. Wir wollen natürlich noch ein paar mehr Kühe kaufen. Wir haben so an einen Bestand wenigstens von 30 Stück in der nächsten Zeit erstmal gedacht. Und je nachdem, wie unsere finanzielle Lage aussehen, wird es dann natürlich mehr, aber 30 Stück ist erstmal so das nächste Ziel. Und hier auf der linken Seite haben wir da einen Haufen Mais angebaut. Wir wollen nächstes Mal Mais-Silage machen für die BGA. Die BGA. Die mal ein bisschen. So, ich glaube, ich fahre hier wieder durch die Hecke. Über das abgeerntete Feld. Ja, für die BGA und da eigentlich da nachher Silage machen und da ein bisschen Geld reinzubekommen. Geld verdienen. So, jetzt versuche ich das da daneben zu stellen, ohne damit das andere umkippt. Uiuiui. Ja, sag nichts. Jetzt gibt es da, glaube ich, auch noch so Mods, wo du so eine längere Spieß eigentlich hast. Kannst du wahrscheinlich gerade zwei hintereinander eigentlich aufladen. Aha. So. Ja, auch nicht schlecht. Das würde hier zum einen stapeln, kannst gerade oben so einen ganzen Stapel runternehmen, nach hinten reinschieben. Jetzt ja. immer zwei Reihen sind, ja. Aber muss da noch mal schauen, ich hätte gemeint, sowas habe ich da mal gesehen. So, ich bin dann schon wieder auf dem Rückweg. Das geht eigentlich recht fix da mit den Ballen. Ich hätte gemeint, das geht länger, damit für die Strohballen 12 Minuten gerade mal gebraucht. So, und der T7, der läuft hier eigentlich gar nicht schlecht. Der rennt hier übers Feld. Wow. Die Presse hat er da hingestellt und jetzt ist er da drüben am Mähen. Ich komme auch gleich. Okay. Geht das gut? Es geht gut, ist recht flott. Und vom Gelände her? Ja, vom Gelände her ist es. Hier hinten wird es jetzt ein bisschen. Ist ein ganz schöner Hang drin. Schauen. Aber ansonsten ist hier das schon mal nicht so schlecht. So, ich glaube, ich habe alle aufgesammelt. Waren noch mal 5. Da kommt recht was zusammen. Ich hätte nicht gedacht, damit da so viel Ballen zusammenkommen. Oh ja, das sieht gut aus. Oh, da kann ich ja meinen Traktor nehmen. Das ist ja richtig montiert hier. Cool, gell? Der Micha hat das alles richtig vorbereitet. Und ich kann hier mit meinem Deutz das gerade im Angriff nehmen. Ja, vielleicht ist er ein bisschen übermotorisiert jetzt hier für die Arbeiten, aber das geht. Es geht jetzt nicht anders. Obwohl, bei den steilen Gelände ist es wahrscheinlich auch nicht schlecht, haben wir da ein paar PS mehr. Genau. Ja, das geht ja ratzifatzi da, das bisschen Futter für die Kühe machen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, damit es so schnell
alles funktioniert hier. Geht recht gut hier. Hier hinten, wie gesagt, am Ende ist ja ein schöner Hang drin. Ja, jetzt sehe ich das auch. Aber das geht schon, ja. Ja, hier hinten ist einfach gefährlich, darf man da nicht so weit. Sonst liegt man da an den Graben drin. Da drüben ist noch so ein schönes Feld. Dann nebenan, ne? Ja. Das könnte mir noch gefallen. Hinten ist aber auch sehr. Geht da sehr bergauf. Ja. Hier haben wir ja sogar noch so eine schöne Halle. Was können wir denn da noch? Habe ich ja gar nicht. Fällt mir jetzt erst auf, wo ich das zweite Mal vorbeifahre. Könnte man wahrscheinlich die Technik hier gerade stehen lassen am Feld, oder ja, weiß nicht, für was die da immer so Hallen haben. ja, oder man könnte halt wirklich halt hier auch das Heu zwischenlagern. Aha, ja, natürlich. Boah, da sind wir aber gar nicht so langsam. Ja, gleich fertig hier. Ja, da können wir gerade anfangen, nachher zusammen machen und pressen und. Wollen wir das andere Feld nebenan auch noch machen oder meinst du, es reicht hier? Oh, ich glaube, das reicht erstmal hier. Ich denke, das wird erstmal reichen. Machen wir das hier fertig. Genau. Ja, weiß nicht, das ist ja von der Fläche her. Jetzt müsste eigentlich, ist ja bloß Gras, da müsste ja mehr zusammengekommen sein wie beim Stroh. Also ich weiß es nicht, was da, was jetzt rauskommt hier. Wenn nicht, wir haben ja die Technik gerade noch da, dann können wir da immer noch schnell genau das andere machen. Ja, die Felder sind auch noch nicht fertig eigentlich. Zum Ernten, vielleicht machen wir nachher noch was und verkaufen das denn. Kann man ja natürlich auch. Oha. Was denn jetzt? Zu breit oder was? Wir haben ja zum Glück nur den kleinen. Das ist der mittlere Schwader, glaube ich. Wieso, das ist ja nicht schlecht für hier jetzt, oder? Ja, das ist recht gut, ja. Also der große wäre jetzt blöd, denke ich mal. Dem sind wir hier recht flott unterwegs. Man schon Fläche machen mit. Ja, ich dachte so der mittlere und der große ist denn, wenn du ja riesige Felder hast, kannst du da schon. So, ich weiß nicht, ob ich alles erwischt habe, ich hoffe schon.
mal wieder einen Traktor aus. Ja, soll ich mal die Presse holen oder wie? Ja, dann hol schon mal die Presse und dann könntest du schon gleich hinterherkommen. Hast den letzten Ballen da gar nicht rausgedrückt. Warte mal, wie war das? Kannst du, glaube ich, noch irgendwie abladen. Habe ich eigentlich gemacht. Da hat er immer noch was drin. Keine Ahnung. Der hat den letzten Ballen hat er noch rausgedrückt und dann war er fertig. Ja, weiß auch nicht mehr, wie das geht. Schauen wir mal, ob der jetzt das da nimmt oder ob ich das da erst rausmachen muss. Nö, der nimmt es. Der macht einfach Heu draus. Okay. Jawohl, da fliegt er gleich schon der erste rauf. Schön grün. Noch recht flott da mit 20 km/h unterwegs, das Teil. Ja. Ja, aber ich glaube, da kommen mehr zusammen. Kommt schon gleich der nächste raus. Gut, das ist jetzt natürlich noch zusammen gemacht. Da sind sie schon wieder mit den Heißluftballon unterwegs hier. Die haben hier den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Echt, gleich zwei Stück. Zwei, ah ja, stimmt. Die Kamera ein bisschen drehe, dann sehe ich den zweiten auch noch. Und jetzt ist da mal richtiges Volumen hier vom Heu. Das war ja beim LS15 nicht so. Hast du gar nichts gesehen, ob da nun das Meer ist oder nicht, wenn du das da zusammengeschwadert hast. Ja. So, ich versuche mal gerade hier wieder zu starten. So, genau. Ja, da haben wir das auch gleich mal fertig. Ja, obwohl, es gibt da vielleicht eine Wagenladung voll, ja. Würde uns erstmal reichen, ne? Ja, ich sag, die sind ja gleich hier neben den Hof. Auf der anderen Seite vom Hof ist, glaube ich, auch noch eine Wiese, wenn da genau Not am Mann ist, aber das ist ja gleich mal gemacht hier. Halbe Stunde hast du hier ein bisschen Heu gemacht. Jo, ich werde da mit dem Micha, glaube ich, noch weitermachen. Wir sind eh gleich fertig. Ich hoffe, war heute wieder ein bisschen interessant. Stroh und Heu. Ballen pressen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Und schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein hier auf meinen Sender MZ80. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.